Ach, was soll's. Ich will wenigstens mal reingucken in den Turm. So. In die Erde damit. Oh ja. Okay. Okay. Wir fliegen einfach mal ein bisschen den Turm runter. Ist ja jetzt nicht so. Ei! Oh, Zelda! Oh, ist das geil! Oh mein Gott, Zelda! Das ist Zelda, verdammte Scheiße! Oh, noch mehr? Nee. Das war eben ein ganz, ganz krasser Zelda-Moment. Da sind da auch hier die Böden, die nach oben gekommen sind und einen dann beschossen haben. Genau so ähnlich war das eben gerade auch. Hammergeil. Gott. Was kommt jetzt noch? Ich hab Angst, Leute. Ich hab echt gerade ein bisschen Angst. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ihr bleibt für immer und ewig, ja? Ihr seid meine Freunde, oder? Ich hasse es. Ich will hier weg. Okay, gut. Weiter. Oh Gott. Ich hab ganz, ganz viel Angst hier gerade. Genau deswegen rüste ich mich mal mit Unverwundbarkeit aus. Wenn nämlich ein Gegner jetzt kommt und uns einfach nur mal so macht, ey. Wir sind tot. Das war's denn, weißt du? Oh Gott, präzise Sprünge. Ich und präzise Sprünge. Oh Gott. Leap of Fate oder was? Falls es Indiana Jones Fans unter euch gibt. Aber was heißt Fans? Das ist Licht angegangen, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Jemand ist zu Hause. Und wieder. Oh Gott. Das Licht geht an. Die Tür muss raus. Ich gehe hier jetzt zu meinem Haus. Ja, das ist sehr interessant hier gerade und sehr anstrengend, muss ich mal sagen. Aber ich traue dem Spiel hier gerade überhaupt nicht. Okay, gut. Immer weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Okay, gut. Puh. Alles cool. Ja, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Ich hab noch Probleme. Okay. Hallo, Zauberin. Wunderschöne Nacht, nicht wahr? Shield Knight! Komm mit mir! Lasst uns von hier verschwinden! Was, wo ist ein Shield Knight? Wie erbärmlich, falsche Hoffnung zu hegen, Geistern nachzulaufen. Punkt, Punkt, Punkt! Du bist also hier, um mich zu töten, Ritter? Um deine Liebste zu rächen? Es ist doch ne Sie! Schau mir in die Augen, wie ich mich fürchte. Sieh, wie ich mich verberge, wenn du deine Klinge ziehst. Was für eine Klinge? Das ist eine Schaufel, verdammt! Ich brauche keine Klinge, um gegen das Böse zu kämpfen. Schild Knight, du bist nicht auf ewig verloren. Moment mal. Schau mir in die Augen, wie ich mich fürchte. Sieh, wie ich mich verberge, wenn du deine Klinge ziehst. Tanzen wir zusammen in den Abgrund. Okay, dann tanzen wir mal. Okay. Das können wir auch zu zweit spielen. Oh Gott, ich möchte es nicht mehr zu zweit spielen. Okay, alles cool. Alles cool. Nein, 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 nicht graben, nicht graben, Chrissy, nein. Nicht graben. Kommen die nochmal wieder? Ah, so kommen die wieder. Okay. Kommst du auch nochmal hoch? So mal vielleicht für eine Sekunde? Oder muss ich zu dir runter? Ah, hallo. Das ist so ein kleines bisschen Zelda angehaucht. Spiel, ich hasse dich. Koi. Okay, gut. Jetzt haben wir volles Leben. Jetzt schaffen wir das auch ganz locker. Vom Hocker flockig in die Honig. Okay, dreimal können sie da treffen. Okay. Gott, ich hätte fast. Okay, gut. Kommst du nochmal hoch? So.
vielleicht eine Sekunde. Nö, du machst wieder deinen Scheiß da unten weiter. Okay. Nein! Oh mein Gott, ich hab gedacht, sie macht ihren scheiß Feuer, also was die Dingens regeneriert, ihre scheiß Blöcke. Oh, ich hasse dich, du kleiner Wicht. Okay, meine Fresse. Okay, gut. Alles cool, Leute, alles cool. 1, 2, 3, 4, Bitch. Immer mit ihrem Scheiß, ne? Okay, gut. Versuchen wir mal. Was zum... Wieso schießt sie denn auf einmal fünfmal? Oder viermal? Keine Ahnung. Es ist so lächerlich. Du blöde Kuh, Alter. Ich hasse dich. Du bist so tot. Und ganz ehrlich, ich glaube nämlich, dass das der Shield Knight ist. Nur so. Also, wirklich. Interessant. Okay. So. Jetzt möchten wir uns hier hinstellen. Vielleicht möchten wir uns doch nochmal hier drüber unterhalten. Frau Rapunzel ohne Stunzel. Vielleicht. Ey. Okay, du kommst wieder hoch. Nein. Oh, komm schon. Nein! 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 Wieder so knapp, ey. Oh, ich hasse sie. Und ich weiß, dass da noch 3000 Formen danach kommen. Deswegen ist es eigentlich total trivial, wenn wir sie jetzt hier fertig machen. Soll's. Das ist natürlich jetzt noch viel leichter so. Oh. Nein, 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 nein. Hör damit bitte auf. Ritter Kunibert, bitte hören Sie mit diesem skandalösen Verhalten auf. Komme ich da rüber? Ja. Naja, ich wurde getroffen, aber das ist ja jetzt auch nicht weiter wild. Denn ich möchte hier eigentlich nur mal ganz kurz den Boden reparieren. Hi ho! Okay. Was zum... Ach, die olle Kuh, die... Kunibert, die... Hilfe! Scheiße! Oh mein Gott! Ey, oder ist das vielleicht der letzte Endbosskampf? Das kann natürlich auch sein. Wenn danach nichts mehr kommt und ich mit dem Spiel durch bin, bin ich damit zufrieden. Was? Ey, das war so lächerlich. Mir fehlen die Scheißworte, wie unglaublich lächerlich das eben war. Ey, komm. Egal. Bleibst du jetzt da unten? Für immer und ewig. Bis in alle Ewigkeit. Oh mein Gott. Können wir irgendwas machen? Ich will ungern wechseln. Hey! Ei, 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 ei! Okay, gut. Da haben wir ordentlich Boden wieder weggemacht. Versteht ihr? Bodenbett machen. Ja. Ihr versteht, was ich meine. Alles cool. Okay. Das ist auch cool. Das ist sogar noch cooler als cool. Ja! Nein, ich bin runtergefallen. Nein! Sie hat mich besiegt. Oh mein Gott! Ja, komm. Zeig. Show me auf True Form. Of the Night. Das war so klar. Oder? Komm schon, das... Alter, ja, es war so klar. So unglaublich klar war das doch, ey. Komm. Nö. Ich weigere mich bis zum Schluss. Ah, mein Rücken. Oh, wieso hast du mich nicht gefangen? Ich habe gedacht, du bist wieder in der Illusion.
bist... Tut mir leid, es ist ja Mädchen. Du bist wegen mir gekommen. Ich weiß, meine Mädchen-Imitation ist viel besser als meine männliche Stimme. Hätte ich das nicht nur gewusst, wäre ich eher gekommen. Du wusstest, dass ich noch da bin, obwohl es hoffnungslos schien. Du hast mich niemals aufgegeben. Ich würde dich niemals aufgeben. Ich würde dir bis ans Ende der Welt folgen. Offenbar hast du das schon. Was ist das? Oh mein. Als das Amulett zerschmettert wurde, drang die Magie in aus dem Inneren raus. Sie sammelt sich bereits. Sie wird entweichen und überall Chaos verbreiten. Es sei denn, wir halten sie auf. Es sei denn, wir halten sie auf. Ja, wir können es endgültig vernichten, hier und jetzt. Juhu. Doch wir sind beide durch den Kampf geschwächt. Ich war noch nie so bereit für jetzt. Komm schon, Shovel Knight. Kämpfen wir zusammen wie früher. Und jetzt bleib bei mir. Oh Gott. Hi! Ah! Hi! Du bist gewachsen! Schön! Okay, gut. Euch kann ich nicht zurückschießen, wa? Okay. Wir bleiben noch mal ganz kurz hier. Okay, gut. Hier können wir bestimmt auch ganz gut die hier einsetzen. Da auch nicht. Maybe not. Oh, so geht's natürlich. Oh, alles cool. War Keule. Jawoll. Oh Gott. Die haut ganz schön rein. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das jetzt hier der Endkampf werden wird. Nicht wahr? Fräulein. Oh nein. 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 Komm schon. Nein! Okay. Nein. Ach, scheiße. Das war zu spät. What? What the fuck? Okay, komm. Machst du mal ganz... Gut, gut, gut. Du bist toll, kleine Maus. Aber bitte mach das jetzt hier nochmal. Nee, das. Ich wollte gerade sagen, what? Oh Gott, das wird knapp, Leute. Nee, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so schaffen, ehrlich gesagt. Oh nein, müssen wir den Kampf davor nochmal machen, wenn wir das jetzt nicht schaffen? Okay, gut, ein Treffer. Ach, komm schon. Ah, gut, wird nicht knapp. Okay, jetzt wird's knapp. Okay, gut. Wir schaffen den Kampf jetzt einfach. Habe ich jetzt so beschlossen. Ach, Schild, Frau. Jetzt aber mal mit Schmackes. Okay, gut. Machen wir Zio. Oh. Wer braucht dich schon, Schild Knight? Jawohl, ich bin hier noch zweimal auf den Kopf raufgesprungen. Es ist aus, Shovel Knight. Hier fällt alles in sich zusammen. Wir müssen hinfort. Gehen wir... Wer das jetzt eben gerade als Mother Brain von Super Metroid anerkannt hat, dem sei es geil. Richtig geil. So viele Anspielungen, so schön. Shield Knight! Black Knight! Ein Glück, dass du da bist. Shovel Knight ist verletzt. Bring ihn nach draußen. Nein, ich möchte, dass sie mich nach draußen bringt. Und ich... Nein. Nein, ich kann dich nicht zurücklassen. Wie willst du entkommen? Dieser Zauber ist zu stark. Ich kann nicht länger durchhalten. Lauf, du kannst das nicht abwehren. Es wird dich zerreißen. Ich bin so glücklich, wenn es schmerzt. Ich muss bei euch beiden... Ich muss euch beide sehen. Ein letztes Mal. Shield Knight! Los, nimm Shovel Knight mit. Rette dein Versprechen, dass du ihn rettest. Versprich es mir. Ich gehe einfach mal. Dum, 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 dum.
Sie sind aber ganz schön langsam sind sie gegangen. Naja. Oha. Das sieht bedrohlich aus. Oh mein Gott. Aber es sieht auch sehr nach Outro aus. Und im Hintergrund. Wuhu! Hammer gut. Und die Welt ist wieder gerettet, mal wieder. Da. Oh, das sind ja zwei Froschbrüder, hä? Der eine ist dunkel, der andere hell. Der eine. Ach, geil. Burg Stolzmoor, King Knight. Puh. Geil. Oh, da sind die. Haha, er muss putzen. Der rechtmäßige König kehrt zurück. Voll gut. Apfelteichfisch. Oh ja, yeah, jetzt tanzen sie alle zusammen und hoffentlich nerven sie mich damit nicht mehr. Tolle Karte. Sehr, sehr toll. Mögen die Feierlichkeiten beginnen. Oh, ich kann fliegen. Was? Du schwebst. Der Lichhof. Spectre Knight. Oh, und die Untoten sind immer noch ruhelos. Menschenskinder. Der hat aber auch ein kleines Schwert, ne? Ah, jetzt spielt er mit denen. Oder er... Oh, der musst du wohl bezahlen, deine Schulden. Eisenwald, Treasure Knight. Gott, an das Level kann ich mich kaum noch erinnern, ey. Ah, die kleinen... Die Leute holen sich ihr Geld wieder zurück. Und er ist am Boden zerstört, ne? Ja. Geraubt ist wieder beschafft. Sehr schön. Hier hast du noch eine Münze. Wir wollen ja nicht ganz so sein. Oh, am geilsten wäre es noch, wenn er sich darauf gestürzt hätte. Okay. Die Viecher, ey. Oh Gott. Ah, die jonglieren. Ist ja auch so. Bloß nichts fallen lassen, sonst... Oh nein, er verwandelt sich. Was? Das ist ein Mädchen? Das war ein Mädchen? Was? Verlorene Stadt. Mole Knight. Und er gräbt und gräbt und gräbt. Ausgegraben. Ausgraben und explosiv. Ah, cool. Oh ja, Schaufel. Schätze. Ja, das sind denn wohl meine, ne? Das war ja jetzt, ne? Die wandernden Reisenden. Oh, tschu, 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 ich bin ein Samurai. Tschu. Ah, guck mal, wer da war. Ach, da sind die. Stets kampfbereit. War eben eine Fliege oder so. Hammer cool, die Viecher da. Also die Leute. Propeller Knight. Die Und was macht er jetzt? Er macht bestimmt einen Lufttanz. Einen Luftsprung vor Freude. Sorgenfreies Leben. Oh, ich bin so entzückt. Wie Männer sowohl Frauen sind, stehen auf ihn. Ne? So ein bisschen wie schadet anscheinend doch. Aha. Rundturm, Tinker Knight, ja. Und? Oh, die Schmiede. Oh, sie arbeiten alle zusammen. Spielzeug für die Kinder. Ach, Spielzeug für die Kinder, ja. Das sieht sehr gefährlich aus, das Spielzeug. Aber ist egal. Alter Verwalter. Er säuft wieder, oder was? Wenn er jetzt säuft, ne, das ist mein absolut liebster, der Polar Knight. Nee, er schaufelt und der einsame Wolf. Also nicht schaufeln, sondern der links daneben steht. Ist auch ein cooles Bild. Muss ich gestehen. Polar Knight. Nicht mehr unter. Der ist zu cool, der braucht nicht mal eine Unterschrift. Also. Oh. Oh Gott, jetzt kommt das traurige Ende. Endlich gerettet. Ich habe mein Versprechen gehalten. Shield. Ruh dich aus, Shovel Knight. Bis wir uns wiedersehen. Und dann prügel ich die Scheiße raus, wegen dir ist die Scheiße, meine Ische ist gestorben wegen dir. Hatte sich gedacht, ne? War so eine Blase über seinem Kopf, habe ich genau gesehen. Doch, ganz genau so war. Shovel Knight, Heldentag verbracht. Sieg! Woo! Aber gut, Shovel Knight. Ha! Toll! Chris Anderson, Gennaf Bloom und Shane Kalim, Palimpalim und Matt Hull und Jack Kaufmann, der Jude. Shong Valasco, Wozniak. Ein Russe ist auch noch mit dabei. Von allen Leuten sind da Leute dabei, außer Deutsch. Höchstwahrscheinlich. Directors for a day. For a day. Ah, Hetman. Ach, guck mal da, Alexander Hetman. Hatzakidis. Das ist bestimmt die in... der eigentliche Einfall hinter den komischen Headman da. Na, ihr wisst schon, der Typ, der unseren Hut haben wollte. Du hast so einen tollen Hut. Ich möchte einen Hut haben. Ich möchte ihn ausschwitzen. Französisch, Words of Magic. Deutsch, Rolf Klitschewitzki. Ja, kein Wunder. Aber es ist eine sehr, sehr gute Übersetzung, muss ich gestehen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Übersetzung. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sehr, sehr viel Schlimmeres. Aber ansonsten, das Spiel hat mir extrem gefallen.
Genau, das kann man ja jetzt sagen. Es hat mir sowas von gefallen. Ich habe zwar meine Rage-Anfälle gehabt, aber dafür ist es ja auch ein schwieriges Spiel. Und bei schwierigen Spielen kann man sich auch mal so ein bisschen, naja, ein bisschen aufregen. Ne? Aber, Leute, es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Allein dieser nostalgische Wert, diese ganzen Anspielungen auf alte Spiele, auch auf ein neues, auf Dark Souls mit den umherfliegenden Säcken. Aber was haben wir da alles gesehen? Wir haben Zelda gesehen, wir haben Super Metroid gesehen, wir haben Castlevania gesehen, wir haben Mario-Einlagen, glaube ich, waren auch so ein bisschen damit dabei. DuckTales war damit bei. Mega Man natürlich nicht zu vergessen. Was haben wir da noch gesehen? Ach, ich überlege gerade so viel. Das waren so viele schöne Momente auch. Und das Ende war natürlich jetzt, naja, was habt ihr erwartet? Ne? Könnte sein natürlich, dass jetzt noch irgendwie ein Plot kommt. Ein Plot-Twist. Aber ich glaub's nicht. Und alle die Kickstarter-Baker, ihr habt das hier möglich gemacht. Ganz ehrlich, jetzt auch am liebsten gekickstartet, aber ich trau Kickstarter nicht so wirklich. Aber wenn am Ende so ein Spiel bei rauskommt, vielleicht sollte man sich das denn doch mal überlegen. Tja, wenn Covenant 2 kommt, kickstarter ich das. Da bin ich dabei. Da bin ich sogar einer der ich spende da 100 Euro rein. Oder so. Mal gucken. Vielleicht werde ich dann auch da erwähnt mit Koi Screamer. Ganz am Ende gestellt und fett Koi Screamer! Genau. Grabungstagebuch. Tode insgesamt 0. Tja, ne? Ihr wisst ja, ich bin natürlich. Okay, mal gucken, wie das. Es ist bestimmt exponentiell gestiegen. Es stimmt sogar. 6, 5, 7. Exploratorium. Nur dreimal gestorben. 6 Mal. Flugmaschine. 15 Mal gestorben. Alter Verwalter. 31 Minuten dafür gebraucht. 9 Mal, 5 Mal, 5 Mal. Flugmaschine hat mir. Alter, verlorene Lebens insgesamt 70. Gesamtbeute 145.425. Verlorenes Gold 24.343. So, Zahlendreher. Spielzeit knapp 6 Stunden. Objektvervollständigung 87%. Das reicht mir eigentlich vollkommen. Von einem Kumpel habe ich erfahren, dass es jetzt noch ins New Game Plus gilt. Das bedeutet. Ja, wie bei Dark Souls, auch wieder eine Referenz an lieben Dark Souls. Ich schätze mal, es gab es auch in diesen New Game Plus Gedöns, gibt es auch bei anderen Spielen. Aber, ja, danke fürs Spielen. Produziert von Yacht Club. Kommt noch was? Jawohl. Wow. Ich fange dich nicht auf, wenn du jetzt hinfällst. Das weißt du, Fräulein. Das weißt du. Fall nicht ins Feuer. Oh, ist das süß. Nur blöd, dass Shovel Knight sie die ganze Zeit gefriendzoned hat. Tja, mal gucken, vielleicht fällt ihr jetzt Black Knight runter. Aber schön, dass Shovel Knight doch noch lebt. Doch, das finde ich gut. The beginning of the New Game Plus. Ja, wie gesagt, im New Game Plus ist es quasi so, dass man mehr Schaden nimmt. Vielleicht weniger Zielpunkte, also ne, ihr wisst schon, die Punkte zum Zurücksetzen, Zurücksetzpunkte, kann man es auch nennen, wie man möchte. So viele Sternchen, sie funkeln nur für euch, meine lieben Keulen. Wir drücken mal einen Knopf und dann geht's auch schon weiter mit Yacht Club Games. Willkommen zu einem neuen... Nein, wartet, das geht nicht. Ja, schön, doch. Wir gucken mal ganz kurz ins New Game Plus, ich möchte mal... Fertig. Seht ihr? Da. Ich bin schon fertig. Ich bin fertig mit der Welt. Aber gut. Neues Plus, Spiel Plus starten. Möchtest du ein neues Spiel? Du begibst dich auf ein herausforderndes Abenteuer, behältst aber deine Ausrüstung. Wir gucken mal ganz kurz ins erste Level. Nur mal so zum... Ja, gut. Das braucht ihr mir jetzt nicht zeigen. Das kennen wir. Fang an zu graben! Ich fange ja schon an zu graben! Ob es hier auch neue Gegner gibt? Gucken wir mal. Auf jeden Fall gibt's... Nö, ne? War jetzt nichts Neues bisher. Normalerweise machen die ein halbes Herz Schaden. Was machen sie jetzt? Eins ganzes. Okay, gut. War klar, ne, Leute? Oder? Ich fand, das war klar. Gut, ich denke mal, denn New Game Plus werde ich nicht mehr spielen. 87% von der Auslastung reicht mir jetzt auch vollkommen aus, muss ich gestehen. Weil, ja, komm. 87%. 100% werde ich ihn nie im Leben... Au.
nie im Leben machen, weil ich bin da auch nicht so ehrgeizig nach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich werde mal nachgucken im Internet, was passiert, wenn man alle 46 Noten oder was das da war, bekommt. Vielleicht mache ich es dann nochmal, vielleicht kriegt man dann einen Mega-Shovel-Gedöns oder so. Wer weiß. Ist ja auch egal. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich unglaublich herzlich fürs Zusehen. Du hältst mir ja aus, ne? So ein kleines bisschen mehr hältst du aus. Aber die Bosse ja natürlich... Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Es gibt auch weniger Lebensgedönse. Und dann sind da Dingens drin. Schön. Okay, gut. Was soll's. Vielleicht haben die Bosse auch noch ein bisschen mehr HP. Würde ich sogar fast vermuten. Oder nehmen weniger Schaden oder irgend so ein Schmarotzer da Bozza. Gut, egal. Keule, ich danke dir fürs Zusehen. Und bis zum nächsten LP. Wuhu, Koi Screamer. Ich vergesse immer irgendwie meinen Schlusssatz. Hab ich überhaupt einen? Ist ja auch egal. Hau rein.